Herzlich willkommen zurück zur Pokémon Gelb Edition. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir waren stehen geblieben vor Lavandia, der geheimnisvollen, sagenumwobenen und äußerst gruseligen Stadt der Geister. Aber... nichts aber, wir wollten heilen gehen, stimmt. Ha, ist schon ein bisschen was her. Willkommen in Lavandia City, wie auch immer, Pokémon Center. Hier ist alles so... violett. Für heute geplant habe ich... neben ein bisschen erkunden... die Route über Lavandia noch fertig zu machen, also dieses kleine Stückchen zwischen Feldtunnel und Lavandia. Und schon mal Richtung Saffronia City ein bisschen aufräumen, weil da sind so unglaublich viele Trainer. Also vor allem nach dem Feldtunnel kommen so unglaublich viele Trainer. Das könnte ein bisschen länger dauern als eigentlich geplant. Ich schick mal Chuchu nach vorne, vielleicht gibt's da irgendwas zu holen fürs. Höchstwahrscheinlich ein Fleckmon. Hey du, möchtest du mein Pokémon sehen? Ich weiß nicht. Geben sie gute Erfahrungspunkte? Pokémaniac möchte kämpfen. Okay, das war ein bisschen suboptimal. Da wechseln wir raus auf Roshi. Hätte ich gar nicht wechseln brauchen, wie dumm. Oh Mann. Ich freue mich ja schon richtig auf Omega Rubin und Alpha Saphir. Auch wenn ich die dritte Generation, also eher spezifisch die Höhenregion oder Hohenregion, nicht mag. Aber ja, die Remakes werden ganz ordentlich. Mit so ein paar Besonderheiten. Mit dem Motto Mega Entwicklung. Wurde nämlich heute, also heute Mittag, da wo ich arbeiten war, enthüllt, dass es ein Mega-Kamerupt geben wird, was eigentlich offensichtlich war. Oh, Verwirrung, warum? Aber diesmal kommst du durch. Ich bin stolz auf dich. Ah, mein Bisa. Und Roshi reicht Level 25, sehr schön. Es wurde Mega Kamerupt ertötet, was wahrscheinlich von Mark verwendet wird. Du hast nur Gesteinstypen und wahrscheinlich in Macholo oder sowas oder Maschok schon. Es wurde enthüllt Mega der Mega Hai, wie heißt denn der Hai nochmal? Ah, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Na, wie heißt denn der Hai nochmal? Kanivana Tohaido. Dumm. Der Torpedo-Hai. Und du hast einen Onyx. Und ich bin wieder gegen das Mikro gekommen. So ein bisschen. Ist ein bisschen unglaublich nervig aufgebaut momentan. Aber ich kann noch so gerade den Bildschirm sehen. Neben dem Mikrofon. Wo war ich? Genau, Kamerupt enthüllt für Team Magma Boss Mark und Tohaido für Aqua Boss Adrian. Ah, ich kann wieder klar denken. Ich hätte es vorher aufgeben sollen. Ziemlich interessant und ziemlich coole Designs. Und da wurde noch für Heiko ein Pokémon enthüllt. Ich bin nicht fit. Ich auch nicht wirklich, aber hey. Ich muss trotzdem aufnehmen. Ha! Touché. Er hat ein Mega Galagladi. Und ich vermute, da unser Gardevoir und die ganze Evolutionsreihe eine Änderung gekriegt hat auf Fee-Typ, Psycho-Fee, das Mega Galagladi eventuell zu einem Kampf
und Feentypen wird und es in Psychotypen verliert. Weil der bringt ihm nicht so viel. Außer jetzt, Psycho-Schnitter, Psycho-Cutter, wie auch immer. Psycho-Cutter? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin mal gespannt, denn es wurde noch keine Typenkombination enthüllt. Währenddessen erreicht Roshi Level 26. Ich fühle mich vom vielen Wandern erschöpft. Okay. Man kann gespannt sein. Ich bin's auf jeden Fall und wenn ich an so ein Gerät rankommen sollte, mit dem man aufnehmen kann vom 3DS, also so ein 3DS Capture Card Gedönse, was wirklich sehr teuer ist. Also normalen Grabber für eine Konsole, PS3, Xbox und so weiter und so fort. Ist ja recht, geht eigentlich so mit 140, 150 Euro rum. Aber eine 3DS Capture Card kostet im Ernst, bei dem einen Anbieter, den es da gibt, so um die 350 Euro war das? Bisschen übertrieben. Aber ja. Ein Anbieter, Monopol, gleich hoher Preis. Weil keine Konkurrenz. Da müssen wir die EU einschreiten. Die EU sagt ja von wegen, ey, es gibt ja keine Monopole mehr, macht ihr ja alles auflösend tun, ne? Ja. Und Nintendo sollte selber mal sowas raushauen. Das würde wahrscheinlich das Ganze revolutionieren. Den Turm brauchen wir nicht gehen. Wobei. Werden wir mal ein bisschen was erkunden gehen. Nope. Auf den habe ich gerade keinen Bock. Auf den habe ich so null keinen Bock. Ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung Westen. Go West! Und besiegen hier erstmal alle Trainer. Und vielleicht, welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Ganz klar Pipi. Wir gehen erstmal nach Westen. Richtung Saffronia City oder Prismania City. Zerstören hier sämtliche Gegner, die man finden kann. Denn die stehen einfach nur im Weg. Oh, Roshi. Da kannst du besser. Komm. Mach mal kaputt, das Ding. Und ansonsten, glaube ich, schaffen wir in der Episode nicht so wirklich viel mehr. Ah, vielleicht kriegt Roshi das noch kaputt. Komm, das schaffst du. Ja, sehr schön. Sogar mit einem Volltreffer. Hör auf! Sei nicht so gemein zu Pipi. Es war sogar wirklich ein Pipi, habe ich gar nicht gemerkt. Ha, ich bin gut. Ich dachte eigentlich, sie zielt auf ein Pummeluff an, wegen pummelig, pink und süß und so ein Zeug, aber anscheinend meint sie doch ein Pipi. Ha, du falsche Schlange. So, Roshi haben wir genug trainiert, erstmal. Grul bräuchte noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Dein Glück hat dich verlassen. Du bist auf mich gestoßen. Du wirst vernichtet werden. Du und dein Fukano. Och, verdammt, ich hab's irgendwie vermutet. Kratzer. Ich mag, wie die Glutattacke vom Gegner einfach durch den Boden bei mir durchrammt. Roshi, du willst es ja nicht anders, ne? Komm, mach kaputt, das Ding. Ah, blablabla. So.
Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Das ist bestimmt noch ein Vulpix oder sowas in der Art, oder? War doch klar. Ruckzuckieb. Gemeines kleines Vulpix. Geh sterben. Dankeschön. Und wir besiegen den Spielleiter. Den Jackpot habe ich noch nie geknackt. Oder noch nicht. Noch nie klingt ein bisschen dramatischer. Aber du hast bestimmt kein Pokémon, vor dem ich mich fürchten muss, oder? Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Das ist der Punkt, an dem das Pokémon, competitive reif wurde. Mit der Strategie. Und unsere Strategie ist momentan einfach nur, von dem Slime einen Volltreffer zu kassieren, um es dann selber zu verbrennen. Nicht mehr. Wow. Hier steht wenigstens blockiert dran, wenn man mal rüber geht. In der späteren Generation muss man erstmal draufklicken und sieht nicht mal, was das für eine Attacke ist, und dann erfährt man erst, oh, die Attacke ist blockiert. Level 26 für Grueltexo. Was? Das war das erste Slime im ganzen Spiel. Direkt ein Slimehawk hinterher? Was geht? Aber wir haben gesehen, Slimehawk hat eine viel höhere Verteidigung als Spezialverteidigung. Oder Spezialwert. Da kann man durchaus mal mit dem Donnerbass draufknallen. Mal, das Ding ist echt ein bisschen härter. Aber es wird durch Volltreffer auf jeden Fall platt gemacht. Und Chuchu bekommt auch was zu tun. Na, fast. Und der sollte reichen. Wieder ein Volltreffer. Oh, das wird noch richtig krass. Ich habe verloren. Das ist nicht logisch. Für mich schon. Du warst ziemlich schlechter Trainer. Und hallo, Viererpack. Der Typ mit seinen vier Weibsen. Na, ja, mit... ich weiß nicht, was für die Viecher die alle haben. 100 pro Nidoran, Nidorino, Nidorina, ja, die ganze Nidoreihe. Bis auf Nidoqueen und Nidoking. Apropos, wir können Ranmo mal entwickeln. Das wäre keine schlechte Idee eigentlich. Haben wir noch einen Mondstein bei? Nee, ne? Doch. Mondstein, here we go. Hey, Ranmo entwickelt sich. Und Ranmo wurde zu Nidoranmoking. Yeah. Wir haben jetzt ein ziemlich starkes Nidoking. Yes, ich freue mich. Und das Ding wird einfach rocken. Jeder, der sich irgendwie mit Glitches und so weiter auskennt, der weiß, dass Nidoking eins der meistgebrauchten Pokémon ist in der gelben Edition. Ohnehin schon, weil es sehr früh eine Kampfattacke beherrscht und... Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich brauche nicht weiter erklären. Ja. Roshi, du kommst da ganz unten. Die brauchen wir erstmal nicht. Und dann... Lass mal Grueltexo mal vorne. Ich mag alle Nidoran sehr gerne. Deshalb sammle ich sie. Es gibt nur zwei Nidoran. Männchen und Weibchen. Und nicht zu vergessen... Zwitter und Tritter. Und das Weibchen, das verbrennen wir eiskalt, eiskalt. Ich muss ja gestehen, ich habe eigentlich seltenst ein weibliches Nidoran gesehen auf der Route links von oder westlich von Vertania City. Ich habe mir immer ein männliches gefangen.
Wahrscheinlich, weil es als erstes kam. Ach du Kacke, Nidorina. Warum hast du so große Ohren? Und so ein großes Maul? Und so komisch aussehende Krallen. Was ist das denn? Kennst du keine Pediküre, Maniküre, wie auch immer? Ist ja ekelhaft. Eww. Warum? Warum nur? Darum, weil ich es sage. So. Hattest du einen Menki? Die Schule macht Spaß, Pokémon trainieren aber auch. Ja, das ist ein Zwiespalt. Wie wär's, mach eine Pokémon-Schule auf. Da freuen sich alle Leute im Tutorial. Oh mein Gott. Bist du die Herkunft aller Smogon-Spieler? Dieses verschissene Portal, was dir es vorschreibt, was du einzusetzen hast, dass du kein Logok verwenden darfst, weil es im Uber steht, seit der Vergiftung. Keine Ahnung, wie vielen Generationen. Bist du es gewesen, dem wir es zu verdanken haben? Oh, du kriegst all meine Stärke vom Nidoking zu spüren, ey. Bam. Sei paralysiert und bleibe tot. Davon ab, ich habe nichts gegen die Smoggern-Regeln, aber die sind ein bisschen bäh. Weil die so unnötiges Zeug ins Uber stellen in OU und viel zu gute Pokémon im Juju stehen und so, das ganze Ranglistenzeug, das ist totaler Blödsinn. Und wir müssen Gruul gleich mal heilen gehen. Oh Mann. Du hier. Mauzi ist so süß. Miau, miauz. Miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. 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 Und Bisa macht's. Oh, Zahltag. Münzen. Überall Münzen. Noch mehr Münzen. Oh, wir kriegen so viel Geld. Das ist herrlich. Davon werde ich mir gleich erstmal irgendwelche Tränke kaufen und Gegengifte und Pokebälle vor allem. Wir brauchen Pokebälle. Oder Superbälle eher. Oder Taschentücher. Meine Nase läuft. Und Ohrenstöpsel. Meine Ohren bluten. Extra dicke bitte. Dankeschön. Pisa, du bist gut. Das ist gut gemacht. Oh, noch eins. Oh, Himmel. Vernichte dieses komische... Was hast du genommen, Mauzi? Deine Augen sind so rot. Also, Augenlider sind so rot. Das ist irgendwie... Hast du Drogen genommen? Du hast Drogen genommen. Du kleines, beschissenes Mauzi. Das ist doch nicht wahr. Miau. 60 und 192. Wow. Und als letztes in der Reihe haben wir eine Trainerin, die gegen Ranmo kämpfen darf. Oh, das wird ein schönes Rambolen. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Ich bin wieder gegen das Mikrofon gekommen. Aber ja, hier sieht ziemlich bescheuert aus. Aber natürlich hast du die meisten Pokémon und das sind vor allem schwache Viecher, die ziemlich einfach down gehen. Wieso gehst du daneben, Doppelkick?
Doppelkick, was machst du? Treff. Mach ich putt. Dankeschön. Das war ein One-Hit. Wow. Ah. Und du hast einen Nidoran. Und du hast einen Nidoran. Und ihr alle habt Nidorans. Oh mein Gott. Und Mauzi. Also Ranmo zieht hier gerade ziemlich ab. Meine Güte. Noch was? Der coolere Sprite von Nidoran, der männliche. Coole Sache. Schau, was du getan hast. Schau, was ihr getan habt. Ihr habt die Matrix zerbrochen. Oh, Moment. Ja. Warp. Warp, 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 warp. Warp. Gott, diese gruselige Musik. Dieses da 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 da. Die ist so gruselig. So böse für die Seele. Denn man weiß, man wird immer wieder zurückkehren. Seine Freunde oder Ehepartner. Pokémon-Lore? Pokémon-Geschichte? Ja. Sagt ja, hey, du musst seinen Partner heiraten. Oder so eine Art. Oh, Musik bleibt. Oh, Mann. So, jetzt haben wir noch, ich glaube, einen Trainer oder zwei Trainer haben wir noch vor uns. Davon werde ich aber einen stehen lassen und das ist der da. Dich lasse ich stehen und dich werde ich begehen. Du weißt viel über Pokémon. Doch wie sieht es mit Chemie aus? Chemie. Es geht. Also, ja, ist ein bisschen Materie bei mir, aber ich weiß ungefähr, wie man das macht. Und Ranmo ist, glaube ich, ein bisschen zu stark für diese Volteballs. Für die Volteball. Bälle. Oh mein Gott, da ist schon wieder dieses Mogon. Mach es weg. Mach es tot. Oh Mann. Apropos Smogon. Smogon ist nicht Meta. Es ist im Never Used. Demnach lass es dabei und geh einfach weg. Bitte. Danke. So, Level 28 für Ranmo und wir werden dich bis zur Arena in Fokusan. Jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen, Ranmo. Au. Eine Kernschmelze. Was? Wo hast denn du hier Atome? Oder atomare Partikel oder... keine Ahnung. Hallo. Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Das ist wahr. Und hier fahren wir eben mit dem Fahrrad durch. Und dann stehen wir vor den Toren der nächsten Stadt. Und zwar Prismania City. Und ich werde auf der Türschwelle sagen... ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Noch ein verschlafenes Pokémon. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Projekt gefallen hat, hinterlasst Daumen, Kommentare, Lob, Kritik. Wie auch immer, lasst euch was einfallen. Und bis dahin. Ciao, ciao.